Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wenn wir darüber reden wollen, wie wir die Regelsätze im SGB XII armutsfest und bedarfsgerecht festsetzen wollen, müssen wir natürlich auch auf die Bundesebene gucken. Es gab nun mittlerweile eine Einigung zu den Hartz-IV-Regelsätzen. Ganz kurz gesagt, die Regelsätze sollen rückwirkend zum 1. Januar 2011 um 5 Euro steigen, zum 1. Januar 2012 um weitere 3 Euro. Außerdem will der Bund seinen Anteil an der Erstattung von Unterkunftskosten auf etwa ein Drittel aufstocken. Geld für ein Bildungspaket oder Paketchen soll zur Verfügung gestellt werden und ab 2012 schrittweise bis 2014 soll der Bund die Kosten für die Grundsicherung im Alter übernehmen. Derzeit liegen ja die Erstattungen, die die einzelnen Länder bekommen, bei etwa 16%. Ich stelle nun ganz kurz die Kritik der Linken daran dar. Wie wir wissen, wurde ja in den Verhandlungen nicht nur viel geredet, sondern mitunter auch viel Zahlenspielerei betrieben, viel gedruckst, viel gefälscht, bis endlich das gewünschte Ergebnis herausgekommen ist. Also ehrlich gesagt, 8 Wochen zu brauchen und zu verhandeln, um dann insgesamt eine Regelsatzerhöhung von 8 Euro festzulegen, ist nicht nur ein Skandal, sondern auch für die Bundespolitik eine Schande. Wenn man nämlich erinnert, innerhalb von einer Woche konnten die gleichen Parteien 480 Milliarden Euro zur Rettung von Banken zur Verfügung stellen. Naja, wie Sie wissen, fordert die Linke ja einen Regelsatz von 500 Euro. Dass dieser auch finanzierbar ist, das haben wir in diversen Schriften bereits publiziert und auch hier in der Debatte schon dargestellt. Aber so anmaßend, wie Sie es wahrscheinlich bezeichnen würden, sind wir in unserem Antrag ja nicht einmal. Wir orientieren uns in unserer Forderung an den Forderungen der Sozialverbände. Das heißt also, noch deutlicher muss ich dann also auch nicht weitere ablehnende Begründung zum Änderungsantrag der CDU formulieren. Der Kompromiss, der auf Bundesebene geschlossen wurde, ist faul. Die Linke erachtet diesen geschlossenen Kompromiss auch als verfassungswidrig. Und insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, spricht auch inhaltlich alles gegen Ihren Änderungsantrag, falls doch irgendjemand der Kollegen der CDU zuhören möchte. Ach, jetzt habe ich wieder Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Aber formal finden wir auch nicht richtig, dass Sie einen Änderungsantrag eingebracht haben. Besser gesagt, Sie haben ja Ihren Dringlichkeitsantrag einfach umformuliert, haben Änderungsantrag rübergeschrieben, nur damit eine Behandlung noch in dieser Parlamentswoche gesichert ist. Sie wollen, was natürlich auch verständlich ist bei den Umfragewerten, die Ihre Partei zurzeit hat und bei der eindeutigen Ablehnung auch der Bundespolitik, die die CDU macht, natürlich einen kleinen Jubel für den Wahlkampf sich organisieren. Ja, Pech nur, dass wir mit unserem Antrag von dem Handlungsspielraum der Landesregierung im SGB XII gesprochen haben und nicht in erster Linie von den Regelsatzerhöhungen, die auf Bundesebene in erster Linie für das SGB II festgelegt wurden. Und somit sind wir auch wieder zurück beim Thema, und zwar unserem Antrag. Im § 28 des Sozialgesetzbuches 12, Regelbedarf und Inhalt der Regelsätze, ist vorgesehen, dass die Höhe der monatlichen Regelsätze durch Rechtsverordnungen den Landesregierungen obliegt. Es gibt ein wunderbares Beispiel, und zwar München. München macht es vor, hier gibt es höhere kommunale Regelsätze. Und ich finde auch, wenn wir uns den Armuts- und Reichtumsbericht der Arbeitnehmerkammer anschauen, dann wissen wir aber auch ausdrücklich, dass wir zur Bekämpfung von Altersarmut hier auch in Bremen Maßnahmen ergreifen müssen und ergreifen können. Der Senat hat ja schon ein wenig reagiert. Und zwar hat er im Vorgriff auf die damals noch anstehenden bundesgesetzlichen Änderungen bereits zum 01.01.2011 im SGB XII einen höheren Regelsatz in den Bedarfsstufen 1 und 2
ausgezahlt. Also es ist ja möglich und es wurde auch schon eine Entscheidung getroffen. 12.500 Personen würden in Bremen davon profitieren, in Bremerhaven 4.900 Personen. Warum können wir also nicht gleich uns an den Forderungen der Sozialverbände orientieren und einen ordentlichen Regelsatz im SGB 12, dort wo wir einen Handlungsspielraum haben, festlegen? Vielen Dank. Als nächster Redner